Herzlich willkommen zu meinem 36. Kurzvideo zu Windows Grundlagen Grundkompetenzen. Jetzt geht es darum, wie man den Taschenrechner bei Windows 10 starten kann und dort zum Beispiel eine Umwandlung durchführen kann. Ja, die wenigsten kennen den Taschenrechner. Man startet ihn über Startmenü und gibt dort Rechner ein. Ich habe hier Rechner eingegeben, klicke mal drauf mit der linken Maustaste. Es öffnet sich hier und da habe ich auf der linken Seite einige Einstellungsmöglichkeiten, Varianten. Die könnt ihr wissenschaftlich wählen, kann hier dann zum Beispiel schon die Konstante Pi zum Beispiel verwenden und einige andere Dinge kann ich hier dann einsetzen, Klammern und so weiter, Logarithmen und so weiter. Und ich möchte jetzt etwas zeigen. Hier unten haben wir den sogenannten Konverter und ich zeige das am Beispiel der Länge. Das heißt, wenn ich hier jetzt etwas einstelle, Meter zum Beispiel, nehmen wir mal Millimeter, und wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite 10 eingebe, Tastatur, dann wird mir das hier unten dann gleich in die Einheit eingegeben, die ich mir hier dann ausgewählt habe. Wenn ich hier Meter gebe, wird es gleich aus 0,01 zum Beispiel 10 mm sind 0,01 Meter. Und ich kann natürlich nicht nur Längen, sondern Flächen und so weiter dann hier dann ganz praktisch umwandeln. Und natürlich standardmäßig, wissenschaftlich und so weiter kann ich hier dann auch Berechnungen durchführen. Eine ganz geschickte Sache, von der die wenigsten wissen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Kurzvideo.